Güte-Universal-Scharfstation 650. Dieser kleine Helfer unterstützt Sie bei fast allen anfallenden Scharfarbeiten. Der diamantbesetzte Schleifstein ermöglicht das kinderleichte Schärfen von Messern und vielem mehr. Stellen Sie zum Schärfen eines Messers sicher, dass das Messer- und Schärfmodul eingesetzt ist und ziehen Sie bei eingeschaltetem Motor das Messer mit einer langsamen, gleichmäßigen Bewegung durch die dafür vorgesehene Öffnung. Wiederholen Sie den Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis. Ebenso einfach und schnell geht das Schärfen von Scheren ohne Wellenschliff. Klappen Sie die Schere auf und ziehen Sie diese, wie gezeigt, durch die untere Öffnung des Messer- und Scherenmoduls. Wiederholen Sie den Vorgang bis zum gewünschten Schärfergebnis. Gehen Sie bei Rasenmähermessern genauso vor wie bei normalen Messern. Hier sind die gleichmäßigen Bewegungen wichtig, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Vor dem Schärfen von Stechbeiteln muss das Modul gewechselt werden. Entriegeln Sie das alte Modul mit einem Druck auf den unteren Hebel. Jetzt kann das Hobelmodul eingesetzt werden. Es muss deutlich spürbar einrasten. Achten Sie auf die Einstellung des richtigen Winkels der Schneide zum Schärfstein. Jetzt kann der Motor eingeschaltet und der Stechbeitel mit Hilfe des Schlittens mit gleichmäßigen Zügen über den Schärfstein geführt werden. Zum Schärfen von Bohrern muss wieder das Modul getauscht werden. Gehen Sie wie gezeigt vor. Jetzt kann der Bohrer in seine Haltevorrichtung eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Bohrer an dem Anschlag anliegt und dass die Schneidflächen dabei nach oben und unten gerichtet sind. Jetzt nur noch festziehen und die Haltevorrichtung in die Schärfposition einsetzen. Jetzt kann der Motor eingeschaltet und der Bohrer mit einer gleichmäßigen Wippbewegung geschliffen werden. Diesen Vorgang von beiden Seiten bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen. So schnell und einfach sind Ihre Bohrer wieder einsatzbereit.